Und dann legen wir ab und, warte mal, war so in der Kajüte zu lesen, ne? Geil. Siedelt, was war denn das? Ein Wrackbarsch. Siedelt in Höhlen und Schiffwracks und kann groß genug werden, um Jagd auf kleine Haie zu machen. Was? Abgefahren. So, jetzt mal hier Buddha bei die Fische. Ich muss nochmal hier rum. Ja, ich möchte gerne mal hier rumtüdeln. Wir könnten ja vielleicht auch mal hier lang fahren. Ich meine, ich bin ja relativ flink unterwegs. Bei dem Vieh abhauen. Was hier dran rumschwimmt. Stoff ist uninteressant. Naja, gib mir nicht auf den Zünder. Gucken, was das hier ist. Gut, das sieht aus, als kenne ich es noch nicht. Was ist denn das? Ach, das ist ein Königslachs. Das ist nicht so spannend. Das hatte ich schon. So, hier gibt es auf jeden Fall noch Schätze. Die können wir auch heben. Mal in den Goldsäck. Was haben wir hier? Ah, das nochmal hier so ein Heslorn. So, gut, dann drehen wir. Und dann tüdeln wir hier mal durch. Ah, oh, ja. Am Ende des Regenbogens und so. Gucken, was es hier so gibt. Hier jampelt auch was rum. Was ist das? Ah, sieht aus wie Lachs oder so was Schwachsinniges. Da war ich auch noch nicht, glaube ich. Das sieht aus wie ein Schiffswrack, wo man Stoffe ernten kann. Ich mache das mal. In der Hoffnung, dass mir dann da vielleicht die Möglichkeit eröffnet wird, irgendwie noch eine Interaktion mit dem Schiff an sich durchzuführen. Ich denke, wenn das so rot wird, ne? Ja, ist das sicherlich nicht so gut. Das war irgendwie absehbar, dass wenn es rot wird, dass das nicht so gut ist. Auf den Gedanken hätte ich auch kommen können. Oh, was ist da los? Kann ich hier was machen? Oh, hier kann ich anlegen. Okay. Provisorisches Dock. Kann ich an mein Lager. Du stehst in der Mitte eines Lagerplatzes. Die Glut des Lagerfeuers ist erkaltet, doch die Asche wird noch vom Wind verweht. Dann nehmen wir nochmal das Lagerfeuer in den Augenschein. Auf den verkohlten Scheiten des Lagerfeuers liegt ein großer flacher Stein. Aus der Asche starken eine Handvoll kleine Fischgräten. Tritten in die Asche. Du trittst in die Asche. Im Grund des Haufens trifft dein Fuß auf etwas Hartes. Du wischst die Reste beiseite. Haben wir erstmal was zum Erforschen gefunden. Das ist super. Objekt Hammer. Suche nach Fußspuren. Du findest keine Fußabdrücke, aber merkwürdige Symbole, die jemand in der Nähe in den Staub geritzt hat. Manche wurden hastig mit dem Fuß verwischt. Was möchtest du tun? Untersuche das provisorische Zelt. Das Zelt besteht aus einem Stück Stoff, das über ein paar Äste gelegt wurde. Im Inneren ist nichts außer einer flachen Mulde im Schmutz, wo wohl jemand geschlafen hat. Ja, was willst du denn noch machen? Kannst du gehen? Ist ja nichts los. Wir pennen hier, bevor uns wieder irgendeine Haiattacke bevorsteht. Dann legen wir morgens frühzeitig ab und rauschen mal um die Insel rum. Die Kleinigkeiten machen es irgendwie spannend. Aber was ist denn hier noch? Warte mal, hier ist. Oder ist dann einfach nichts, ne? Eine ganze Weile kommt da nichts. Wir können nochmal hier rüberfahren, obwohl ich nicht weiß, ob das was bringt. Keine Ahnung. Wir machen es einfach. Und dann können wir uns mal aufmachen, vielleicht Richtung Mangroven. Das wäre irgendwie nett. Das sieht vom Prinzip her noch aus, als wäre es vielleicht das Leichteste. Was ist das? Das kann ich nicht. Da brauche ich bestimmt ein Netz für oder irgend so ein Quatsch. Was passiert hier? Ah, die Ausrüstung ist kaputt. Kann ich nicht. Stimmt, hatte ich vergessen. Bin ja von dem Fisch gerammt worden. Ah, der Leuchtturm ist aber da hinten, ne? Ziggy.
Ah, das ist hier dieses Inselding. Gut, dann auf Richtung Heimat, bitte. Brettern Sie los. Mein Captain, oh mein Captain. Das ist ganz schön weiter Weg. Aber egal. Danach geht's in der Mangrove. Ah, in der Mangrove. Reparier mich. Und dann Mangrove. Dann geht's in die Mangroven. Das wird richtig toll. So richtig super schön. Weil ich auch gar keinen Schiss hab. Gut, mehr als verkacken ist ja nicht drin, ne? Damit kenne ich mich ja ganz gut aus. Fischhändler. Ciao. Lager. Ciao. Borschen. Was ist denn das? Ah, okay, das ist das. Hat nichts mit Netzen zu tun. Alles klar, verstehe. Ah, das ist eine Kombiangel. Okay. Warum kann ich das nicht erforschen? Ah, weil ich das noch nicht erforscht habe. Und, okay, weiß ich, verstehe ich nicht. Muss ich... Was? Teil um Ausrüstung zu erforschen. Erforsche Ausrüstung steht im Laden zum Verkauf. Ja, weiß ich. Körbe. Ah, da habe ich auch nicht weiter geforscht, ne? Und bei den Netzen habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht. Das ist auch ein bisschen traurig. Eventuell. Aber gut. Ich wollte zur Schiffsbauerin und meinen Kahn reparieren lassen. Dieser purpurne Schimmer am Himmel scheint verschwunden zu sein. Alles fühlt sich nun ruhiger an. Sanfter. Hast du das bemerkt? Das habe ich wohl bemerkt. Ich bemerke nämlich alles. Wir haben auf jeden Fall eine neue Angel, die kostet 510. Die macht Küste, Flachwasser, Mangrove und vulkanisch. Gut. Moment, wenn ich die verkaufe, macht 200. Wenn ich die verkaufe, das dürfte passen. Was macht die? Küste und das macht vulkanisch und Flachwasser. Warte, ich will die verkaufen. Ciao. Ich will die verkaufen. Ciao. Kann ich die auch verkaufen? Verkauf die auch mal. Ciao. Und dann nimmst du die. Das ist die, ne? Das ist die Pionierangel, ne? So, jetzt wird die demontiert, wollte ich sagen. Montiert. Die kann jetzt Küste, Flach, Mangrove und Vulkanisch. Das ist der echte Allrounder. Okay, die habe ich jetzt. Das ist toll. Dann. Warte, weiter. Wir müssen mal gucken. Wie ist denn das mit dem Motor hier? Kann ich den ausbauen und verkaufen? Den kann ich nur zurückwerfen oder ins Lager schmeißen. Dann tun ins Lager und kauf mal den hier. Und montieren Sie mir den bitte. Kann ich den verkaufen? Den kann ich verkaufen. Das ist ein arterieller Motor. Den bauen wir aber erstmal aus und tun ihn da rein. Jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen langsamer insgesamt gesehen, aber das wird sich wahrscheinlich auf die Masse rechnen, wobei ich es nicht weiß. Aber wir könnten nochmal im Trockendock vorbeischippern und Motorenplätze überprüfen. Dafür brauche ich noch zwei Holz. Okay. Aber wir fahren jetzt erstmal eine Mangroven. Erstmal eine Mangroven und dann noch kurz die Schmuckstücke verkaufen vorher. Und dann Mangroven. Das ist der Plan. Ja, ciao. Hast du toll gemacht, war super. Wie immer, Opa. Und dann ab. Ins Mangrovenreich. Vielleicht nehmen wir auf dem Weg da noch was mit. Hier gibt es immerhin noch so einen. Hier gibt es immer noch einen geilen Fisch. Dann können wir ja hier einfach
hinlegen. Gut, den dritten kriege ich nicht noch mit. Das tut mir leid. Da reicht der Platz nicht aus für. Was ist hier mit euch? Da kann ich noch was machen. Ist gut. Dann werde ich noch ein bisschen Thunfisch mitnehmen. Aber was das auch? Das Schwarzflaschen-Thun, was glaube ich, ne? Mehr Geld bedeutet auch mehr Ausrüstung. Ist erschöpft. Gut. Muss ich nur die Tante finden, ne? In Mangrove. Das wäre gut. Bin da einfach drauf zugefahren. Da habe ich die schon gesehen. War das auch hier? Warum bin ich denn jetzt so langsam? Hat das durch den... Wahrscheinlich... Oh nein, ich bin auf der falschen Fährte. Wobei, das ist egal. Gibt's ja auch eine Tante, wo ich andocken kann. Dann machen wir halt eher vielleicht das mit den Statuen, wobei ich da noch nicht weiß, wie es geht, aber... Werde ich schon rausfinden. Oh, Moment. Da gibt's noch was ich angeln kann. So, wahrscheinlich bei der Größe, wenn ich das so richtig sehe, wahrscheinlich nicht gut unterkriege. Also ein paar Kudas. Na, einer geht noch. Dann nehmen wir den mit. So. Das war der letzte. Und jetzt ist aber auch Zeit. Da hinten. Ach. Weiter Weg. Bis zur Tante. Aber gut, nehmen wir in Kauf. Mach kein Auge, Junge. Bin schon angelegt. Na, Fischmark. Und Gerlinde macht für viel Geld. Warte, was habe ich denn? 500. Okay, wir gehen mal in die Werft und kaufen noch den. Dann gehen wir mal zurück. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch für einen habe ich noch Geld. Ich wollte auf mein Lager. Genau, das war der Plan. Ich wollte den Motor wieder ausbauen. Oh, ich habe auch ganz viel Zeug vergessen, was ich noch nicht verkauft habe. Und dann gehen wir nochmal in die Werft. Und dann kaufen wir noch einen Motor. Oh nein, sie hat keinen mehr. Schade. Aber egal, dann montieren wir den halt dahin. Sie hat keinen Motor mehr für mich. Ist ja langweilig. Aber sie hätte Forschungsmaterialien. Aber... Da muss ich mal gucken. Ja gut, klar. Man könnte natürlich dann das eine Forschungsding kaufen und es vielleicht dafür Hadal und sowas nehmen. Ich überlege mal, ob ich das mache. Naja, komm her. Scheiß drauf. Okay, ich kann das nicht erforschen. Das ist schlecht. Was ist denn das? Zwillingsstrahlantrieb. Ah. Dann machen wir den mal. Und jetzt gehen wir pennen. So, und jetzt müssen wir mal in der Kajüte nachschlagen, was ich machen muss, ne? Ich habe am alten Tempel am Teufelsgrat angelegt und wurde von so einer Art Fanatiker angesprochen. Er will, dass ich ihm bei einer Zeremonie helfe. Ich soll die Statuen am Tempel entzünden. Offenbar finde ich in den Schreinen der Tiefe sogenannte unergründliche Flammen. Aha. Moment. Da ist ja die erste eigentlich schon hier drinne. So, warte, wir werden jetzt mal hier reinfahren. Ganz sachte. Nicht so schnell, damit wir uns nicht kaputt rammeln. Ah, das könnte hier das sein, ne? Ein steinerner Schrein, eine aufrecht stehende Felsplatte mit Ritzenzeichnungen. Zweier schwer gepanzerter Kreaturen im Kampf ineinander verkeilt, darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Was ist eine... ich brauche wahrscheinlich Körbe. Ich brauche wahrscheinlich Körbe. Spezielle Körbe.
Wahrscheinlich, ja. Der ist ziemlich hässlich. So, warte kurz. Da war ich. Muss ich drehen? Muss vermutlich hier hin. Oh oh. Meine Freunde sind da. Sie haben mich entdeckt. Und wenn die da sind, dann kommt halt auch Muddyfisch. Mit Muddyfisch will ich erstmal nichts zu tun haben. Muss ich da den Eingang sprengen oder komme ich da irgendwie rein? Da werde ich wohl nicht durchkommen. Vor allen Dingen ist auch noch der Fisch hinter mir her. Wie nervig bist du denn, Alter? Wann hörst du auf, mir zu folgen? Ah, jetzt. Hast du nochmal Glück gehabt, Digga. Und da muss ich da rein. Das lockt doch auch Viecher an. Da durchfahre direkt. Da ist es so einer. Okay, dann gibt es da wohl noch Fische, die ich fangen kann, die man einsortiert. Ja, ich fahre einfach mal hier raus. Das kann man sprengen wahrscheinlich, ne? Für eine Abkürzung. Ich fahre jetzt erstmal vor dem Viech weg. Das nervt mich auch hardcore. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier noch so machen können. Dass wir jetzt, ich muss erstmal gucken, wo ich hier noch einen Fisch kriege, den ich fangen kann. Aber erstmal wäre intelligent, vielleicht nach Hause zu fahren und zu schlafen. Okay, ich habe nur die Fisch gefunden. Ah, war zu schnell. Ah, ist ja gut, das passiert halt. Von den besten Familien. Für das eine brauche ich wahrscheinlich auf jeden Fall eine Riesenkrake. Und bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Da müssen wir auf jeden Fall hier mal vulkanisch ein bisschen angeln.